müsste ja doch wieder da sein, oder? Ne? Wir verlassen mal den Ort. Komplett. Und jetzt wieder zurück. Und mit dem Wanderstab. Was soll das werden? Aufhören! Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Oder sollen wir die termitenverseuchte Hand vielleicht in den Bockladen bringen? Macht das Sinn? Wird das Sinn ergeben? Den ganzen Laden direkt vernichten? Ich bin der Meinung, wir müssen es irgendwie bei dem Mandrill verwenden. Ich weiß bloß noch nicht so richtig wie. Gute Idee. Aber ich glaube nicht, dass das die richtigen Stöcke zum Sabotieren sind. Okay. Gute Idee. Aber ich glaube nicht, dass das die richtigen Stöcke zum Sabotieren sind. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass der seinen Stock hierher zur Reparatur bringt vielleicht. Und während er hier bei der Reparatur ist, müssen wir ihn dann vielleicht sabotieren. Womit? Hier ist kein falscher Arm nötig. Gute Idee, aber ich glaube nicht, dass das die richtigen Stöcke zum Sabotieren sind. Gute Idee, aber ich glaube nicht, dass das die richtigen Stöcke zum Sabotieren sind. Wie kriegen wir ihn dazu, dass er seinen Stock kaputt macht? Hier ist kein falscher Arm nötig. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Womit? Irgendwie ist es noch nicht richtig. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Müssen wir ihn einfach nur wütend machen vielleicht? Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Gibt es noch etwas, das Sie an Piraten hassen? Nicht viel. Oh? Mal abgesehen davon, dass Sie eine abstoßende Subkultur ungebildeter Spinner bilden, die es einem hart arbeitenden Geschäftsmann unmöglich machen, angemessen zu verdienen, ohne dass dieser fürchten muss, entführt und oder ausgeplündert zu werden. Nicht viel. Wirklich. Ah. Warum versuchen Sie, die Karibik zu kaufen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Die Karibik leidet an einer Seuche, die weithin als Piraterie bekannt ist. Ich werde den Patienten mit einer Art altmodischem australischen Kapitalismus kurieren. Aber was wird aus den Piraten, die nicht als Kellner, Hausmeister oder Tellerwäscher enden möchten? Glauben Sie etwa, dass Sie eine andere Wahl haben? Ich habe keine Lust mehr, mich über Ihre kranken Träume zu unterhalten. Und ich habe keine Lust mehr, sie Ihnen zu erklären. Beleidigungsfechten funktioniert ja nicht. Ich hätte Lust auf eine neue Runde Beleidigungsfechten. Wenn es sein muss, worum möchten Sie spielen? Wenn ich gewinne, erzählen Sie mir alles über Ihre bösartigen Pläne. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Einverstanden. Also komische Beleidigung, auf die wir nicht reagieren können. En garde. Touché. Ach, das ist doch so abgedroschen.
Soll ich jetzt wieder was aufschreiben oder macht das keinen Sinn? Alle meine Feinde habe ich bis heute vernichtet. Das kommt davon, wenn man auf Mundspray verzichtet. Du kannst doch Weihnachten nicht von Ostern unterscheiden. Genau, das ist das Problem. Ich hab gar nichts da. Das war keine Beleidigung, oder? Bist du wirklich so dumm oder steht das im Drehbuch? Das ist das Problem. Ich hab nichts, was ich darauf antworten kann, auf das Zeug von denen. Soll ich das echt durchüben, bis ich alles irgendwie richtig hab? Oder ich glaube, das kann man einfach gar nicht schaffen. Man muss diese ultimative Beleidigung finden. Selber Didgeridoo. Ich bin mutig wie eine verwegene Ratte. Selber, ach ja. Hat nichts. Ich bin... Was ein... Was? Finde ich halt merkwürdig. Ha, ha. Unfassbar. Ich habe schon wieder verloren. Natürlich. Ich bin unbesiegbar. Und jetzt gehen Sie. Was können wir machen? Wir müssen die Termiten irgendwo einsetzen. Das ist logisch, ne? Eine Holzhand voller Termiten. Aber wie? Können wir das mit irgendwas kombinieren vielleicht? Nein, das ist eine Sammlung experimenteller Kunstkörperteile. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Tja. Womit könnten wir Termiten verwenden? Also das naheliegendste ist ja der Wanderstab. Aber das geht ja nicht, ne? Dieser Stab hat einen kaum wahrnehmbaren Sprung. Sieht aus wie hochwertiges Holz. Duellschwerter. Hier ist kein falscher Arm nötig. Was soll das werden? Aufhören! Er sieht das halt und verhindert das, ne? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Womit? Und wenn er weg ist, kann ich's nicht mehr machen. Also auf die Schwerter geht es nicht. Ich müsste es irgendwie auf den Stock anwenden, aber wie? Wie? Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Ist das irgendwas Logisches und ich stelle mich gerade nur echt blöd an? Oder ist das wieder sowas übelst weit hergeholtes, was keinen Sinn ergibt? Sie sind dran, Mandrill. Ich kann beweisen, dass Sie hinter der ganzen Sache stecken. Lassen Sie mich raten. Sie haben Pecknos Ausstellungsraum gefunden. Jaha. Und wie sieht er aus? Ich fand die Plüschsessel etwas übertrieben. Oh, Ihre Bluffs sind schlechter als Ihr Atem. Sie können froh sein, dass ich das Geheimnis der ultimativen Beleidigung noch nicht entdeckt habe. Lauf dem jetzt nochmal hinterher. Fassen Sie nichts an, während ich weg bin. Zum Glück ist er so leichtgläubig. Der Pfad endet hier. Ohne Spur kann ich ihm auf keinen Fall durch den Wald folgen. Ohne Spur. Da
Frage, wo kann ich dann diese Hand anwenden? Womit? Was ist Haus? Hier ist kein falscher Arm nötig. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwas anstellen, während er weg ist. Versucht und es geht da bin nicht. Ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Sie sind dran, Mandrill. Ich kann beweisen, dass Sie hinter der ganzen Sache stecken. Lassen Sie mich raten. Sie haben Pecknos Ausstellungsraum gefunden. Jaha. Und wie sieht er aus? Ich würde sagen, es ist einer der 5 schönsten Ausstellungsräume, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ihre Bluffs sind schlechter als Ihr Atem. Sie können froh sein, dass ich das Geheimnis der ultimativen Beleidigung noch nicht entdeckt habe. Fassen Sie nichts an, während ich weg bin. Zum Glück ist er so leichtgläubig. Vielleicht können wir irgendwie im Stäbeladen den richtigen Stab raussuchen. Ich weiß nicht wie. Dass er dem gleicht, den der Ozzy benutzt. Können dann diesen Stab mit den Termiten infizieren und hier reinstecken, während er weg ist. Und das nächste Mal, wenn er losgeht, schnappt er sich vielleicht den falschen Stab und hinterlässt dann eine Sägespänespur oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Duellschwerter. Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen. Hier ist kein falscher Arm nötig. Womit? Ja, womit? Hier ist kein falscher Arm nötig. Ich weiß es nicht. Hier ist kein falscher Arm nötig. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Also der Husten mal sagt ja, es ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Das wäre ein kleiner Hinweis vielleicht nicht schlecht. Hier ist kein falscher Arm nötig. Hier ist kein falscher Arm nötig. Wir müssen jetzt hier irgendwas anstellen, aber was und wie? Oder können wir die anderen kombinieren? Haben wir doch schon probiert, ne? Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Hinweis, Anton stinkt. Hey! Gar nicht nett. Sollen wir das Schnabeltier parfümieren? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Du bist hier, ich bin hier. Schnabeltier. Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Anton stinkt. Ah, okay. Du meinst, wir sollen ihn dazu bringen, dass er wütend wird? Und dann seinen Stock kaputt macht vielleicht? Mit dem Gestank? Wütend machen? Wie soll man denn auf sowas kommen? Vor allem, warum den Geruch von Pecknos Pete? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Dann auf mich selbst? Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft.
riecht wie ein Strauß Blumen in einer Jauchegrube. Ich muss das nicht abwischen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich muss das nicht abwischen. Hingefisch? Das ist wohl nicht der richtige Köder. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Soll ich vielleicht den Stab einsprühen? Was soll das werden? Aufhören! Was soll das werden? Aufhören! Fehlt uns vielleicht noch ein Schritt davor? Also du sagst, ich soll das Parfüm mit dem Schnabeltier verwenden. Aber das macht er ja nicht, ne? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Er verwendet es an sich selbst? Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Aber das bringt ja nicht viel. Das LeChuck-Spray. Das haben wir gar nicht. Mal gucken, ob wir uns irgendwie dieses neue LeChuck-Spray besorgen können. War ja der... Das war ja irgendwie ganz in oder so. Wir haben ja nicht das LeChuck-Spray, wir haben das Pack-No-Speed-Spray. Wir haben das uns ja selbst zusammengestellt. Das LeChuck-Spray müsste der hier verkaufen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mir das, wie ich mir das leisten kann. Ein Fläschchen Parfum. Dieses Parfum hat ein hübsches Schleifchen. Oh, das ist unser neues Zuckerstangen-Parfum. Es riecht angenehm. Und ist essbar. Aha. Hey, hör Willkommen auf! Willkommen im Haus der Wohlgerüche, wo zarte... Ja. Kann Hugo sie für eines unserer edlen Parfums, Deodorants oder Aftershaves begeistern? Ist Eau de LeChuck wirklich so beliebt? Oh ja, Sir. In den letzten Stunden hat Hugo Dutzende von Pröbchen verteilt. Können wir ein Pröbchen mitnehmen? Ich rieche später nochmal vorbei. Danke für Ihren Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Nicht hier einfach so ein Pröbchen mal mitnehmen. Hey, hör auf! Hab ich das mitgenommen? Das wird's doch sein, oder? LeChuck-Parfüm. Das riecht dann nach einem Piraten halt. Und er hasst ja Piraten. Würde dann Sinn machen, dass er sich aufregt. Mal schauen. Da wäre ich jetzt aber nie und nimmer selbst drauf gekommen, doch. Was soll das werden? Und was ist das für ein Gestank? Sie haben mein Schnabeltier besudelt. Himmel, sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Jetzt muss ich einen neuen Stock bestellen. Ja, das ist gut. Und den gehen wir jetzt mit Termiten verseuchen. Richtig? Ich dachte schon, er würde nie verschwinden. Das habe ich vor uns auch schon gesagt, Xela. Sind Sie immer noch da? Das gute alte Deponia.
Gut, da steht er doch. Betrachte Mr. Mandrills Wanderstab. Und da klatschen wir jetzt die Termiten drauf. Diese kleinen Bastarde erkennen Edelhölzer auf den ersten Blick. Brady, ist mein neuer Spazierstock fertig? Oh, natürlich, Mr. Mandrill. Er ist dort auf der Bank. Creepwood, möchten Sie sich etwa einen eigenen Wanderstab zulegen? Hey, Sie werden noch ein richtiger Gentleman. Wie ein Affe mit einem Hut. Creepwood hat er ihn genannt. Ja, die sind witzig. Hey. Setz mir den Stab auf die Rechnung, Freddy. Und wehe, du versuchst, mich übers Ohr zu hauen. Ja, Sir. War mir ein Vergnügen, Mr. Mandrill. Da, er hinterlässt eine Sägespänenspur. Ich wusste es. Nichts als Sägespäne. Perfekt. Kann man die mitnehmen? Nee, ne? Brauchen wir auch gar nicht, oder? Also raus, zurück und dann nochmal verfolgen. Diesmal bekommen wir es hin. Diesmal klappt's!